Kodein, 6 Meter, 5 Meter, 3 Meter, 2 Meter. There it is. Insulin. Willkommen zurück zu Let's Play Vampyr. Wir sind jetzt gerade... Oh, da ist die eine Tuse. Wir sind jetzt gerade auf dem Weg zum McCallum. Ich denke zumindest, dass er da ist, weil von dem brauchen wir das Blut von Arthas. Oder, nee, Artus. Von Arthas, von Arthas Honecker. Das Blut vom Lichtkönig. Ja, von dem brauchen wir das Blut von Artus. Also, wir brauchen ja königliches Blut für unsere Mixtur. Hi. Schnetzel, sie kaputt, Junge. Ach komm, chill dein Life. So, 1, 2, Balken. Und ein Biss in den Nacken. Dann kannst du besser auf dem Klo. So. Alles klar, das haben wir auch. Und da vorne sehen wir auch schon die Mauern. Oh, da können wir hoch. Oder auch nicht. Boah, der kann ja Dreck aussaugen, obwohl der 35 ist. Krass. Also, im Gegensatz zu Vampiren sind das ja voll die Nieten, ne? Ja, sind das schon Vampire? Wie sollen die so einen Vampir besiegen? Mal ganz ohne Scheiß jetzt. Ich meine, ja, die haben Feuer und so eine Kacke, aber... So, wir müssen komplett außen rum gehen, ne? Glaube ich. If McCallum really drank the blood of King Arthur, then I may have found another vital ingredient for my recipe. Oh, da ist er. Ja, der trifft mich auch nicht, das ist gut. So, beißen wir dem Scheusal mal in den Nacken. So, erstmal aufheben. So, was hat der uns zu sagen? Good evening, Vampire Hunter. Are you here to mock me, Reed? Not at all, McCallum. I am here because I need you. Really? I'm intrigued. Speak up, then. I need the blood of a king. The blood of Arthur. I'm certain you possess it, and I must have it. The guard's most sacred and precious relic. Why would you... You found Marshall's memoirs. I should have destroyed that book. I need the antidote to save this city, McCallum. It is within me to take your words as truth. I want to. But I must know more. What precisely are your plans? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Ich muss ein Desaster stoppen. Ich kann die Epidemie ein Ende setzen. I have found the carrier, McCallum. The infection's source. It may be science or some supernatural power that's responsible for all this. But I will harness either or both to end the epidemic. A vampire doctor. My God, you're a terrifying creature. Jonathan Emmett Reed. Do you not understand? We wanted the same thing from the outset. A means to end this vampire epidemic. Not enemies. Maybe that is so. Take it then. I see no other hope for this city. If this is some trick, you will be damned, Dr. Reed. You will be damned. Können wir noch weiteres besprechen? Thank you. Can we speak more? Indeed. Why not? Wie ist die Unsterblichkeit? How are you adapting to immortality? I feel so powerful it gives me shivers. I could be the greatest vampire hunter ever. Your worst nightmare in truth. Werden Sie mich ja... Will you hunt me down? You're a vicious beast, Reed. Perhaps the city needs you at this time. But I shall not forget what you did. Will you leave the guard now that you are... what you are? Are we not creatures of deceit?
I could hide my nature from my men, or name a successor. Go my own way. I know not yet my path. Okay. Warum sind Sie hier? Why are you here? The man who raised me after the brutal murder of my parents. He's buried here. Were both your parents killed by vampires? Yes. And yet worse. My father returned to Dublin a vampire and tore out my mother's throat. And who was this man? Carl Eldritch. One-time leader of Priwin. He killed my father in front of me. Helped me hunt my brother Rain after teaching me how to kill leeches. Ach du Scheiße. Farewell, my progeny. Do not stretch your luck, Reed. Alles klar. So. Ja, jetzt können wir hier ganz normal diesen Irrgarten verlassen. Gehen wir mal hier lang. Hier dürfte es ja an sich nur noch Skulls geben, ne? Ich meine, weil hier haben wir ja auch gegen... Aber schon komisch, ne? Selbst da müssen wir jetzt nicht kämpfen. Das ist ein bisschen komisch. Das macht mir Angst. Nicht, dass wir jetzt da wirklich in dieser scheiß Leichenhalle kämpfen müssen. Oh, hi. Boah, selbst die sind 35. Na, herzlichen Glückwunsch. Lass mich. Nein, lass mich, habe ich gesagt. Lass mich. Boah. Ah, das ist so eine. Okay. Ah, mit der kannst du nicht wirklich was machen. Da, die macht die ganze Zeit diesen Scheiß. So. Boah, Alter, du Dumme. So. Ja, natürlich gegen Blut geschützt. Aber nicht gegen Nahkampf. Ich hasse es. So. Weiter geht's hier runter, ne? Ja, und da vorne geht's dann raus. As I feared, Samuel no longer preaches the good word. Hä? Ach, das ist Samuel. Können wir gleich gucken. Ach, dieser Samuel. Okay. Ah, schade. Wo geht's denn hier lang? Alter, wo sind wir denn? Wow. Wo sind wir hier? Da droppt episches Zeug, also wird das ja erst seit kurzem offen sein. Ah, okay. Ein neuer Unterschlupf. Interessant. Nein. Obwohl, doch. Könnten die Keule verbessern? Nee, wir brauchen wir 5 für. Könnten wir unsere Kettensäge verbessern? Würden Schaden brauchen wir auch 5 für. Na, Subi. Ist das? William Marshalls Memoiren. Ah, okay. Dafür ist das... Ah, nee. So. Können wir ganz viel wiederverwerten. Da, und da bekommen wir auch Aluminiumteile für. Nice. Können wir also doch noch schnell aufwerten. Ja, viel zu viel. Ich würde gern alles auf einmal verwerten. Jahre später mit den Flaschen Alkohol. So. Nein. Oh, jetzt habe ich mich schon wieder verklickt. So, nochmal. Erstmal den hier. Ausbruchdauer um 10% sinken. Ne. Da machen wir schön das draus. Dann bringt das nämlich richtig schön nett viel. Und hier erhöhen wir nochmal den Schaden um 10%, wa? Schön auf 286. Ist doch geil. So. Alles klar.
Hier können wir nicht rein. Da können wir raus. Hier haben wir noch ein bisschen Stuff. Was ist das? Alter, das ist ein infizierter Werwolf, Alter. Ist das ekelhaft. Nix, give it. Nein. Bah, Junge, sei doch noch ekelhafter, Mann. Was für ein widerliches Vieh. Ist natürlich gegen alles, worauf ich geskillt bin, wieder immun. Also was heißt immun, sondern meine Fresse. War das Teil widerlich. Ich dachte jetzt, das wäre irgendein besonderer Gegner, weil sowas hatten wir bisher noch nicht gesehen. So, jetzt müssen wir eigentlich nur hier die komplette Straße lang gehen, ne? Also den Steg hier. Nee, da gehen wir nicht rein. Natürlich, ein Vampire Hunter. Aber so ein Möchtegern-Spacko. Der würde gern mal einer werden. Hat's aber nie wirklich geschafft. Wurde also zu einem Lakai von den Vampirjägern. So, wo sind wir jetzt? Okay, wir sind fast da. Er liegt? Ein Lich? Ich bin kein Lich. Ich habe genug Ausdauer, um dich komplett zu zerstückeln, Meister. Dich auch. So, bei dir muss ich jetzt noch ein bisschen warten. So, jetzt. Und schnipp. Und schnipp. Schnapp. Schnippeli. Bapp. So. Erstmal dem das ganze Zeug abnehmen. Und ich meine, wir müssten nicht darüber. Okay, wir müssen hier lang. Ja. Überall seid ihr. Wisst ihr, dass das doof ist? So, einer tot. Zwei bleiben noch. Nummer zwei tot. Und du bist nicht immun gegen Blutfähigkeiten. So, tschüss. So, und da vorne ist auch schon das Pembroke. Pembroke Hospital. Warte mal. Oh. Das hatten wir doch gar nicht geöffnet. Okay. Langer Brief. Das ist wirklich ein langer Brief. So. Birmingham, 27. Oktober. Hallo Schwesterchen, wie läuft es in der großen Stadt? Hier in Brumm ist die Lage nicht so gut. Anscheinend ist die Grippe wieder da. Und in der Nachbarschaft gibt es viele Neuerkrankungen. Erinnerst du dich noch an Miss Scheller? Die fiese alte Schnapsdrossel aus dem zweiten Stock? Sie ist vor zwei Tagen gestorben und ihre Wohnung ist bereits wieder vermietet. Mensch, man müsste mir schon eine Menge Geld anbieten, damit ich in einem Bett schlafen würde, in dem erst vor ein paar Stunden eine Frau an der Grippe gestorben ist. Tut mir leid, dass ich mir mit der Beantwortung deines letzten Briefes Zeit gelassen habe, weil der kleine Paul, Mama, Papa und meine Arbeit in der Fabrik mich derart auf Trab halten. Finde ich kaum Zeit, meine Lieblingsschwester zu schreiben. Übrigens lässt mein Sohnemann Grüße an sein Tantchen Pippa ausrichten. Du solltest den kleinen Quengelkopf mal sehen. Er treibt mich jetzt schon in den Wahnsinn. Und Mama sagt, du sollst ein paar dieser fantastischen Kuchen mitbringen, wenn du die nächsten Male nach Hause kommst. Im letzten Brief schriebst du mir, dass du überlegst, deinen Job in Pembroke zu kündigen. Ich finde, das solltest du dir besser zweimal überlegen, Pip. In der Fabrik gibt es immer Arbeit, aber die Löhne sind beschissen und es ist so langweilig wie ein Tag ohne Sex. Oh, ich habe einen neuen Freund und nein, ich bin keine Schlampe, du Moralapostel. Du Moralapostelin, so. Wenn du also wirklich hinschmeißen und was Sinnvolles tun willst, als jeden Morgen Tote zu zählen, solltest du vielleicht besser in London bleiben und dieser Gruppe beitreten, von der du mir erzählt hast, diese Wache von Priven oder so. Hab noch nie von denen gehört, aber wenn es wirklich eine Art Miliz ist, die etwas verändern will, ist sie vielleicht das Richtige für dich. Aber spiel bitte nicht die Heldin. Das hat meinen armen Billy in Frankreich das Leben gekostet. Er hat zu viele
Stoßtrupps angeführt. Verdammter Krieg. Wie dem auch sei, komm so schnell wie möglich mal wieder her und halte mich bis dahin auf dem Laufenden, wenn es gute Neuigkeiten gibt. Vielen herzlichen Grüße von Lucy, Paul, Mama und Papa. Wow, ich habe einen Hinweis. Ein Hinweis von einer Toten. So. I cannot use garlic, but there may be a substitute in the Pembroke Hospital drug storage. It's locked. Na super. Wie war das nochmal genau? Wir mussten hinten rum wieder rein, ne? Wie immer. Ich hasse das, wenn da Leichenhalle steht, Mann. Klingt immer so gruselig. Finde Insulin in der Leichenhalle. Ei, ei, Kapitän. Ei, ei, Mor, Kapitän. Bin am Überlegen, wenn dieses Heilmittel wirklich Vampire heilt, ne? Und wir es ausprobieren müssen. Oder ist das eher das Heilmittel für die Grippe? Ich weiß es jetzt nicht. Die eine ist ja auf jeden Fall von der Skull-Epidemie. Ich weiß jetzt nicht, was das jetzt... Ob die das mit der Grippe meinen? Die Skull-Epidemie? Auf jeden Fall hat man ja gesagt, die Skulls haben was mit der Grippe zu tun. So. Dann hat er plötzlich irgendwann nicht mehr Epidemie normal gesagt, sondern Skull-Epidemie. Das heißt, ich gehe mal davon aus, dass das auch die Epidemie ist, also diese spanische Grippe. Spanish Influenza. Das heißt, wir müssten an sich mit diesem Mittel die Leute heilen können. Aber reicht ein Tropfen aus? Kann man das so stark verdünnen? Oh, hier sind Vampirjäger. Okay. Ich hätte nicht gedacht, dass hier plötzlich Vampirjäger drin sind. Der hält also nur viel Nahkampf und Fernkampf aus. Ist also gar nicht so. Gegen meine Fähigkeiten hat er eher weniger eine Schnitte. Okay. 14 Meter, 13, 12. Finde Insulin. 5 Meter. Okay, ist auf jeden Fall unten. War ja klar, dass es im Keller ist. Ah. Ach, scheiße. Aber jetzt haben wir sie wenigstens geöffnet, die Tür. Das hätten wir eigentlich schon beim ersten Besuch machen können. Jetzt müssen wir natürlich wieder zweimal diesen scheiß Ladebildschirm ertragen. Oh Mann, ey. Oh, ich möchte eigentlich so Insulin finden. Immer diese Ladescheiße. Ich bin mich echt die letzten Dinger nur noch über die Ladebildschirme am beschweren, und das wird definitiv leider, weil ich wollte dem Spiel eigentlich echt eine hohe Punktzahl geben, weil mir das echt Spaß gemacht hat. Ich meine, wie ich schon sagte in den ersten Folgen, es ist kein Spiel für mich, ich mag nicht so, bin nicht so der Gruselfan. Ich bin voll der Gruselfan, Horrorfilme, Horrorspiele gucken, voll geil, selber spielen ist absolut nicht meins. Und ich wollte mich einfach mal hier rantrauen, weil es jetzt nicht so krass gruselig aussah. Ich meine, es ist ja auch nicht so übelst heftig. Aber für mich schon, sag ich mal, ein harter Brocken. Und bin auf jeden Fall stolz auf mich, dass ich schon so weit gekommen bin. Ich habe es ja jetzt noch nicht geschafft. Aber ich werde es sehr wahrscheinlich schaffen. Ohne jetzt noch irgendwen auszusaugen, irgendwie den Boss zu besiegen. Ich meine, meine Fähigkeiten sind auf Maximum. Ich wüsste jetzt nicht, warum ich noch mehr aussaugen soll. Stärker werden bringt ja nichts. Ich wüsste ja noch nicht mal, wo ich es reinstecken soll. Und generell Attribute steigen ja nicht. Glaube ich. Obwohl, diese kleinen, wenn das so 28er sind, kann auch einfach sein, dass die mehr oder weniger Leben haben und nicht mehr oder weniger Schaden bekommen, je höher bzw. je niedriger man ist. Ich werde sehen, ne? Weil, falls ich jetzt den Endboss nicht besiegen kann, und der Endboss wird ja scheinbar diese Harriet Jones sein, denke ich jetzt einfach mal. Weil mehr Feinde habe ich ja auch nicht mehr. Also Lady Ashbury ist irgendwie verschwunden, was halt sehr, sehr komisch ist.
Und das Ding ist ja ein Abkommen von ihr. Nicht, dass die beiden meine Gegner sein werden. Der Redgrave kann nicht mehr mein Gegner werden, weil der sich quasi darüber freut, dass ich einen Weg gefunden habe und der auch hofft, dass ich es schaffe. Und der McCallum, der hat ja gesagt, die Stadt braucht jemanden wie mich momentan. Aber er wird mir niemals vergessen, was ich getan habe. Ich denke, wir müssen nach unten, nicht nach oben. Schätze ich einfach mal. Wir werden jetzt auch erstmal nach unten gehen. Und das wäre ja jetzt echt mega zum Lachen, wenn wenn jetzt hier ein Boss auf uns wartet. Weißt du, wir müssen zu zwei Typen gehen, die uns abgrundtief hassen. Und ausgerechnet in dem letzten Ding... Boah, Alter, die sind alle echt stark. So. Bauen Heilung. Nochmal. Nee. So. Das Geile ist, dabei regeneriert sich meine Ausdauer wieder und da kann ich wieder drauf kloppen. Ja, macht schon viel Schaden, ne? Zumindest an den normalen Gegnern. Boah, ja, wie viel seid ihr denn? So. Okay. Ah, da ist noch einer. Hallo? So, den haben wir auch. So, den... Boah, Alter. Smokey. Ich sehe nichts. Ah, da vorne muss es sein. Was ist das für ein Typ? Der war ja mit einem Schlag sofort bewusstlos. Vom Schockschaden her. So. So. Geil, die verschwinden, bevor ich die Sachen aufheben konnte. Aber wir haben eh nicht wirklich viel Zeug gedroppt. Und ich glaube, habe ich wenigstens alles gepult. So. Finde in den Leichenhallen das Insulin. Ah, okay, ich muss es suchen. Alles klar. Oh, Büro der Pathologie im Pembroke Hospital, Untersuchungsgebiet, verstorbener Samuel Connor, Rasse kaukasisch, okay, Geschlecht männlich, Alter 39, Wohnanschrift unbekannt, Beruf Fischer, Todesart natürlich, wahrscheinliche Todesursache schnell fortschreitende Pneumonie aufgrund virusindizierter Lungenverdichtung, spanische Grippe. Gutachter Dr. Corrigan Tippetts, Schwester Gwynne Brennigan. Name und Unterschrift des medizinischen Gutachters Dr. Corrigan Tippetts. Mr. Connors injuries don't match the report. I'd better look. Schilling. Samuel Connors Keule. Ja, das ist aber auch so ein Zweihänder, ne? Nelkenextrakt. Boah, mir läuft es trotzdem schaurig den Rücken runter, obwohl ich hier, glaube ich, alles geklärt habe. Hier, weißt du, hier ist eigentlich, hier liegen die ganzen Waren rum, ja? Dann würde ich doch allein so denken. Ah, okay. Ja, genau, wir sind hier lang und hier muss es das irgendwo geben, alles klar. Salicin. Dann wird das hier drin sein. Hi, Leute. Also sonst keiner, nur die beiden, ne? Was heißt hier nur, ne? Nein, du bist nicht blutimmun, du bist nicht blutimmun. Nein. Und nochmal. Dein Freund hilft dir nicht, der hat keine Lust auf dich. Nein. Tschüss, tschüss, tschüss. So, du bist auch nicht blutimmun, mein Freund. Ich kann dich also auch am besten aussaugen.
Oh, Junge. So. Ach, kann ich wenigstens ein bisschen wieder Ausdauer regen, um dich dann richtig zu vernaschen. So, und schnipp und schnapp und schniedel ab. Was? Hab ich nicht gesagt. Hör auf! Hör auf! So. Meine Fresse. So, Insulin. Vielleicht hier in dem kleinen Schränkchen. Nö. Aber mittlerweile kann man da, glaube ich, hochgehen. Nee, kann man nicht. Oh, hier ist noch ein Schränkchen. Auch kein Insulin drin. Da kann man nicht rein. Hm. Da steht ein Fläschchen. Hier ist auch nichts. Okay, hier oben bin ich mir jetzt sicher, dass hier nichts mehr ist. Das heißt, das müsste irgendwo hier unten sein. Aber hier ist auch nichts mehr zu durchsuchen. Hm. Nee, hier ist nirgends mehr irgendetwas. Hier lagen ja ganz am Anfang die Sachen rum. Nee, ich muss irgendwas davor vergessen haben. Ach so, hier ist es auch gar nicht. Das muss irgendwo hier sein. Ich bin da umsonst reingegangen. Na, herzlichen Kromberg. Nee, Kaliumpermanganat. Dann muss es wohl irgendwo hier drin sein. 14 Meter, 13, 12, 10, 9. 9 Meter da lang. Jetzt 9 Meter da lang. Dieses Ding verarscht mich doch. Irgendwo was in den Schränken oder so? Hm, das Ding ist auch zerbrochen, als der mich da angegriffen hat. So, hier auch nicht. Bin auf jeden Fall in der Zone, wo es sein soll. Hier ist ja nur der Typ. Hier können wir aber auch nichts mehr aufheben. Hier haben wir ja alles. Hier ist auch nichts. Ja, vielleicht doch nicht hier, sondern vielleicht muss ich ernsthaft Etage höher. Da ist ja nichts. Ja, dann scheinbar nicht im Keller. Auch wenn da alles voller Wachen war. Super. So ein Hoch- oder Runterzeichen wäre geil. Aber die anderen waren ja auch relativ easy zu finden. Bin ich immer noch in der Zone? Ja. Salicin, Pillendose. So, release the beast. Ich weiß, du kriegst fast keinen Schaden mehr, aber du hier. Ja, komm, chill your life. Habt ihr Insulin gefunden? Oh, sagt mir. So. Hat mich meine komplette Ausdauer gekostet, der Spaß. Komm schon, komm schon, komm schon. Stirb, stirb. So, down. So, Natriumhydroxid und Eisentrat oder sowas. Pillendose. Codein. Ich zoome mich hier noch zu Tode, ne? Da liegt ein Brief. Codein, 6 Meter, 5 Meter, 3 Meter, 2 Meter. There it is. Insulin. Much more efficient than garlic against blood poisoning. Alles klar. And much less dangerous for me. Thank you, Dr. Pulescu. So.
Können wir jetzt direkt mal schön rausgehen. Jetzt hat der Ladebildschirm wenigstens einen Sinn. Der Ladebildschirm hat einen Sinn. Oh mein Gott. Oh, ist am Ende vom Spiel so eine perverse Suchaktion. Ist ja auch immer nett, ne? Weißt du, da denkt man sich direkt so, natürlich im Keller. Leichenhalle, wenn Leichenhalle, dann Keller. Auf jeden Fall. Nö. Nö. Heute nicht. Und mir fällt gerade auf, irgendwie im Ascalon Club, da haben wir doch irgendwo einen Schlüssel für den Keller gefunden, oder? Ich glaube, das hatten wir. Aber es ist jetzt egal. Ich will jetzt diese scheiß Gegenmittel herstellen und London retten. Was wir wahrscheinlich nächste Folge machen werden, wenn ich schon wieder so auf die Uhr gucke. Wir überziehen ein bisschen. Ah, guck mal, wir stellen das jetzt erstmal her und gucken dann, was die Aufgabe ist. Was ist das? Egal. Wenn die Ladebildschirme nämlich alle noch so lange sind, dann kriegen wir locker noch eine halbe Stunde voll. Also noch eine Folge. So. Hier müssen wir Gott sei Dank nicht laden. Dann können wir jetzt schön hochgehen in unser Laboratorium. Und den Scheiß herstellen. So, und ich wette, irgendeiner von denen hat mich verarscht. Irgendeiner hat mir nicht das richtige Blut gegeben. The blend seems stable. Time to go and find Harriet in the sewers. Vernichte die Quelle des... Ja, das ist doch perfekt, um dann eine neue Folge zu machen, oder? Bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns das nächste Mal bei der wirklich letzten Folge. Wenn wir die Quelle der Epidemie zerstört haben, muss es ja das Ende sein. Viel Spaß noch, wenn ihr die letzte Folge gucken wollt. Sie befindet sich unten links. Darüber ein sehr geiles Let's Play von Gunsock. Über mir, wie gewohnt, unser aktuellstes Video. In der Mitte vom Bild natürlich das Wichtigste, die Goatee-Klatsche. Ihr klatscht drauf und werdet kostenlos zum Goatee. Bis zum nächsten Mal.